Jetzt erstmal Spiel 4, jetzt erstmal Friedrichshafen gegen die Grizzlies. Und mit einem Tim Peter, der heute dran anknüpfen muss. An die Leistung, die er in Spiel 2 erbracht hat. Da war er nämlich der Unterschiedsspieler für eben diesen VfB. Netzkante macht ihn interessant. Wieder hat Breili einen Wackler mit drin. Schwierige Situation für Goldrin. Ja, der ist kein Problem für Pekko. Zweite Chance. Boah, schwierige Situation für Ayi. Ja, wieder Pikovic, der früh in diesem Spiel viele gute Kontakte sammelt. Erste Highlight-Rally. Breilin spielt ihn richtig gut zu. Und wieder ist es Pikovic. Ja, der fällt gegen Breilin nicht. Trotzdem auch den kannst du besser anspielen. Ayi kriegt aber auch Müllsituationen jetzt. Wow. Und guck dir die Reaktion von Nikola Pekovic an. Der hatte seine Aktien in den Ballwechsel drin. Der VfB blockt sich zur Führung. Verteidigt sich vor allem zur Führung. Pekovic, er gefällt mir heute wieder viel besser. Weil du hast vor allem auch zu Recht ein bisschen mit ihm gemeckert in Spiel Nummer 3. Auch was die Attitude anging. Ja, und das ist doch heute genau der, den Friedrichshafen braucht. Wie Ayi und Max Höhler da wirklich genau gleich auf dem Boden sitzen. Na, Anwurf von Tim Peters besser. Highball-Situation für die Grizzlies. Wir lösen sie auf. Wird die Break-Möglichkeit geben. Na, nehmen sie mit. Und packen das nächste Break oben drauf. Der VfB 3 vor in dieser Phase. Angeführt von einem starken Tim Peter von der Linie. Er zwingt damit dann auch Itamar Stein zur ersten Auszeit. Kontakte sehr gut. Attack verteilt. Oh, perfekt hinten. Und den kannst du dann nicht besser spielen. 25-21, der VfB findet die Antwort auf die Klatsche vom vergangenen Mittwoch. Und spielt einen richtig guten ersten Satz. Also vor allem in der Annahme ist es überragend. Sie lassen überhaupt keine, sie haben noch keinen Annahmefehler gemacht. Sie sind da super souverän. Auch alle nach vorne. Butter kann frei verteilen. Und Superlack macht auch ein richtig gutes Spiel. Perfekter Annahmekontakt gegen den Aufschlag von José Masso. Monta verzögert Tempo dann fast so ein bisschen. Ja, Tempo stimmt nicht so ganz. Auf gleich nochmal. Rein in die Blocke, eine dritte Chance. Ah, den kauft Goldrin keiner ab. Dann hat Ayi fast ein bisschen Glück mit der Netzkante. Auf wilde Rally jetzt. Ivanov, natürlich geht's über Ayi und dann sind es eben die 50-50 Bälle, die in dem Fall jetzt für die Grizzlies fallen. Im ersten Satz noch auf Seiten des VfB aufgerechnet worden sind. Da war viel Wildes mit dabei in dem Ballwechsel. Ja, und vor allem, die haben so viele Aufschläge mit Wirkung da drin. Also das, die Statistik liest sich gar nicht so gut, aber es sind so viele, die ja für Probleme sorgen. Ayi wird wieder abgeräumt. Gut, diesmal Sicherung von Breilin. Hinter kommt weiterhin nicht durch. Ja, viel Spaß. Guter Blockkontakt, Pekovic. Attack verteilt. Er darf nicht fallen. Ah, er kommt lange nicht Rally. Durch. Er kommt nicht durch. Was macht Ayi? Trifft die Finger, aber Pekovic wartet hinten auf der langen 6. Ja, oh. Und dann sind es die Grizzly Brockhände, die diesen Satz mal in eine andere Richtung shiften lassen. Jakob Günther, ganz wichtig. Und spielt da so auch so ein bisschen den Silencer. Alle wieder ruhig gemacht. Und die Grizzlies bleiben weiter in das Break vor. Da waren viele Chancen mit dabei für den VfB. Der VfB ist dran. 23-23. Ja. Und dann kriegen sie das Ass. Dann kriegen sie das Ass von Michael Superlack. Und plötzlich shiftet dieser zweite Satz, der die ganze Zeit in Grizzly-Hand war. Wie oft haben wir seinen Aufschlag in dieser Serie kritisiert? Und genau jetzt in Spiel 4, Satz 2, ist er auf einmal da. Oh, der ist drin. Der fällt. Der ist drin. Was ist das für eine Flugkurve? Aber ist das wieder ein Hybridaufschlag von Savon Salmi, wie der fällt auf den letzten Meter. Und der ist, es ist ein perfekter Aufschlag. Das kannst du keinem erzählen. Die Grizzlies spielen den gesamten Satz von vorne. Aber der VfB gewinnt dank Superlack Ass und dank Savon Salmi Ass. Doch noch mit 27-25, stellt auf 2-0.
Vielleicht kann er ja mal so ein bisschen Connection von Spiel 3 aufbauen mit Jay. Gute Annahme. Oh, ah, Timing stimmt nicht. Nee. Breakshot ist da. Natürlich über AI. Ja, und den müssen sie nutzen in der Phase. Zum 15-15. Wieder viele Kleinigkeiten, die wirklich mitentscheidend sind. Weil die Challenge, wenn du sie gegen dich bekommst, dann ist der VfB eigentlich auf und davon. So bleiben die Grizzlies voll drin in der Verlosung. Ja, und können wieder ausgleichen. Wir haben in dem Fall ausgeglichen. Doch keine Challenge dagegen. Insofern wird das alles seine Richtigkeit haben. Und jetzt können sie Vorentscheidung geben. Runter. Chance wird da sein. Pikovic. Natürlich über Superlag. Bringt ihn durch. 19-17. Und damit das Break 4 für den VfB. Für mich vielleicht die entscheidende Phase gerade. Und wir biegen ein. Auf die finale Phase. Gute Annahme. Ja, auch der geht weiter. Boah, guter Pass. Und es ist Peter. Und der VfB macht einen Riesenschritt in Richtung Spiel 5. Ja. Ja, und wieder ist es Tim Peter. Der entscheidende Mann so ein bisschen. Auch das mit so viel Übersicht. Top Abschluss. Ah, Batak. Moment, es funktioniert wieder nicht so ganz. Der VfB ist da. Oh. Netzkante. Und es ist direkt der Erste. Und damit sehen wir uns am kommenden Mittwoch wieder. Der VfB holt sich dieses Spiel 4 mit 3-0 auf eine beeindruckende Art und Weise. Absolut. Also diese Hefler-Mannschaft gegen nicht schlecht spielende Grizzlies, das war kein Gießen wie in Spiel 2. Aber gegen diese Hefler-Mannschaft war einfach kein Kraut gewachsen. In entscheidenden Momenten immer wieder da gewesen.